Ob der Kaffee an der Promenade oder die Ferienwohnung, Urlauber werden dieses Jahr wohl tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Blick auf die Buchungsseiten im Internet bestätigt Preiszuwächse von bis zu 50%. So muss eine vierköpfige Familie für 2 Nächte am Timmendorfer Strand über Pfingsten mindestens 700 Euro berappen, nur für die Übernachtung. Das kritisiert auch die Verbraucherzentrale. Bei allem Verständnis dafür, dass sich leere Kassen wieder füllen müssen, blind an der Preisschraube zu drehen, ist nicht der richtige Weg. Anstiege und Leistungseinschränkungen müssen vor einer Buchung absolut transparent gemacht werden. So wie derzeit werden Hotels und Gaststätten vermutlich auch in den Sommermonaten nur auf halber Auslastung fahren dürfen. Das heißt, jeweils ein Tisch oder Bett bleiben frei. Halbe Einnahmen. Pauschale Corona-Krisenaufschläge gäbe es nicht, so der Deutsche Reiseverband. Aber neue wegen anziehender Nachfrage noch zusätzlich aufgelegte Reisen und zusätzlich eingekaufte Kontingente orientieren sich an Angebot und Nachfrage und könnten möglicherweise auch bei hoher Nachfrage gerade bei innerdeutschen Zielen zu steigenden Preisen führen. Teurer scheint es auch im europäischen Ausland in der kommenden Urlaubssaison zu werden. Und doch hoffen die Hoteliers, dass die Lust auf Urlaub und Reisen nach wochenlangem Shutdown wieder so groß ist, dass der Griff in die Tasche verschmerzbar wird. Zumal die Grenzen ab Juni nach und nach in vielen europäischen Ländern wieder geöffnet werden. Ab dem 3. Juni dürfen Urlauber wieder nach Italien. Doch noch bis Mitte Juni gilt die weltweite Reisewarnung. Erst danach soll die Einreise auch in andere Länder wie Frankreich, Österreich, Kroatien, Griechenland und die Türkei wieder erlaubt sein. Ab Juli folgt Spanien. Ausreichender Abstand zwischen den Liegen am Strand, Zeitfenster zur Poolnutzung, Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Je strenger die Auflagen in den Urlaubsregionen allerdings sind, desto stärker könnte dieses Jahr die Reiselust gebremst werden.